Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Lost Tape Bundle von Somis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lost Tape Bundle von Somis. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das ist das Bundle. Wir haben hier diverse Inhalte. Zum einen haben wir natürlich mal das Album Lost Tape, kommt hier im regulären Jewel Case. Dann zusätzlich haben wir noch ein zweites Jewel Case mit einem Mixtape, und zwar das Mixtape SMS, ebenfalls von Somis. Dann ist mit dabei ein Shirt und diverse Sticker und zwei Autogramme bzw. Tags. Also wir haben hier so zwei Zettelchen und hier wurde einmal in Rot und einmal in Blau drauf getaggt vom Künstler. Und dann haben wir hier noch 6 Sticker, 3 verschiedene Motive, je 2-mal. Jawohl, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist in diesem Fall dieses hier. Somis Lost Tape, so nennt sich das Ganze. Hier oben lesen wir einmal SBK Entertainment präsentiert. SBK steht für Sex, Bourbon, Kokain. Dann haben wir hier den Rücken von Somis und einmal von vorne und einmal im Profil abgebildet. Sieht ein bisschen so aus wie so eine Folie oder so eine, ja, so Kunststofffalten von der Optik her, aber das ist hier keine Folie mehr drauf, das ist das Cover, das ist beabsichtigt. So, was haben wir hier noch? Maschendraht, dann lesen wir hier riesengroß Somis, so 3D-Schrift und darunter den Albumtitel in Rot, Lost Tape. Wie gesagt, reguläres Jewel Case, auf der Seite auch nochmal beschriftet und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 17 Tracks sind hier mit drauf. Wir haben hier Features von Akte One, Duell, Cobra und Teok und wen haben wir noch? Digital Berlin. So, alle Tracks produziert, gemixt und gemastert von Easy Beats und C55. Somis Lost Tape, die Beteiligten. Okay, Barcode ist hier keiner drauf, denn das Ganze gibt es wirklich nur exklusiv über den Künstler selbst zu kaufen. Also zum Beispiel über Instagram war dieses Bundle zu haben, regulär im Handel sonst nicht. Wir schauen als erstes mal ins Booklet. Ah, hier sind wir auch schon wieder bei SBK. Also wie gesagt, hier nochmal ausgeschrieben die Bedeutung dieses Akronyms SBK. Hier haben wir den Fuchs, den Somis Fuchs oder Somis im Fuchsstil. So, auch nochmal der Künstler. Schwarz-Weiß, dann darunter die gesamten Social-Media-Auftritte und dann hier noch die Infos zum Album. Also die wichtigsten Credits hier mit dabei. Sehr gut. Recht dünnes Booklet, aber wie gesagt, die wichtigsten Infos, die hat man hier abgetippt, die hat man hier reingeschrieben. Dann die CD in Schwarz, Weiß und Rot. Oben der Somis-Schriftzug, unten dann nochmal der Albumtitel. Und hier lesen wir auch nochmal die Label-Abkürzung. So, soviel zu diesem Album. Dann haben wir obendrauf noch ein Mixtape als Bonusinhalt. Und das freut mich sehr, das hat man nicht einfach in eine einfache Papphülle gepackt, sondern auch dieses Release hier hat ein reguläres Jewel Case bekommen. Das ist das Cover. So sieht das aus. Und hier haben wir sogar 22 Tracks. Hier sind ohne Ende Features, ist ja auch ein Mixtape. Also hier ist unter anderem mit dabei Almoe, Driver, Akte One, Digital Berlin, also hier sind jede Menge Features mit drauf. Dann hier wieder der gute Mann vor der Berliner Skyline. Hier hinten sehen wir den Fernsehturm. Dann haben wir auch wieder die Credits direkt hier hinten abgedruckt. Barcode hier auch wieder keiner dabei, denn wie gesagt, auch dieses hier regulär im Handel. Nicht erhältlich, das Mixtape. Dann haben wir hier wieder den Fuchs, in diesem Fall sogar in Rot eingefärbt, passend zum Artwork dieses Mixtapes. So. Dann ist das noch das Innenleben des Booklets. Hier gibt es knapp bekleidete Frauen und natürlich den Künstler, Social Media etc. Okay. So, die CD zu diesem Mixtape kommt hier in Knallrot und Weiß. So sieht das aus. Und auf der Rückseite wieder SBK. Gut, als nächstes kommen wir zu den etwas kleineren Inhalten.
Und zwar haben wir hier einmal die Sticker. Wie gesagt, 6 Stück sind es geworden. 3 verschiedene Motive, aha, zweimal. So, das ist das erste. Sumis in Schwarz und Weiß. Rechteckig und dann darunter auch wieder Facebook und Instagram. Sowohl von ihm als auch vom Label angeführt. Zweifach. Dann einmal das hier. Teok 030. Schwarz-Weiß. Okay, auch wieder rechteckig, Querformat. Und dann haben wir noch kreisförmig diese beiden Sticker hier. SBK, etwas kleiner. Die sind so rosa bzw. rot und weiß. Jawohl, also wie gesagt, 6 Sticker an der Zahl. Und dann haben wir eine sehr interessante Form von, ja, Autogramm mehr oder weniger. Und zwar haben wir hier so 2 Zettelchen, auf die hier Somis seinen Tag hinterlassen hat. Einmal in Rot, einmal in Blau. Okay. Und als letzten Bundleinhalt haben wir dann noch mit dabei ein Shirt. So, dieses Shirt kommt hier in Schwarz und Weiß. Schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. Hier lesen wir auch wieder Somis, diese etwas verschlungene Schrift. Und darüber und darunter dann noch so ein kleiner Zierrahmen. Ansonsten alles in Schwarz. Auf der Rückseite ebenso. Also hier ist kein Backprint oder Neckprint drauf. Die Rückseite komplett in Schwarz. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Shirt von Souls Regent, Größe M. Die konnte man sich auswählen. Die habe ich entsprechend gewählt. Dann haben wir es zu tun mit 100%. Moment, Fokus. So, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt noch einmal kurz im Detail an, also wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen großen Schriftzug hier im Brustbereich, Somis und darunter und darüber jeweils dieser kleine Zierbogen hier. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe M, Größe war frei wählbar. Dann haben wir hier diese beiden Somis Tags, die 6 Sticker, zweimal kreisförmig und viermal hier rechteckig. Das Mixtape SMS im Jewel Case mit 22 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Lost Tape mit 17 Tracks, also insgesamt 39 Stück und jede Menge Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Lost Tape Bundle von Somis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Sache feiert, falls ihr Somis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.